Schon Blicky gesehen. Blicky ist wieder hier. Ich habe ein Video auf Rumble gestellt. Mir ging es so nach dem Erhalt einer Aufforderung meines Arbeitgebers nicht ganz gut. Vorsichtig ausgedrückt. Und ich hätte fast einen großen Fehler gemacht, wie es mir damals ging. Und wie ich die Dinge heute sehe, das könnt ihr auf Rumble verfolgen. Warum auf Rumble, warum nicht hier? Hier würde das Video sofort gesperrt werden, ich würde wieder verwarnt werden und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Scheinbar sind so Videos wie mit Blacky das Optimale für diese Umgebung. Alles andere wird hier, egal wie nachvollziehbar und wie öffentlich die Sachen sind, die hier gesagt werden, von manchen Leuten ganz einfach gelöscht, gesperrt. Ihr wisst ja, wie das so ist. Wer sich da länger mit beschäftigt hat, der weiß, wie das bei YouTube funktioniert. Und deswegen, wenn ihr sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, schaut doch mal rüber. Ich kann euch sagen, ich wäre fast umgefallen. Ich habe eine Woche lang darüber nachgedacht, mich tatsächlich pieksen zu lassen. Und was daraus geworden ist, ja, das könnt ihr, wie gesagt, auf Rumble sehen. Rumble kostet auch nichts. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn sich mehr von YouTube auf Rumble verlagern würde, weil man dort einfach sagen kann, was man denkt und nicht die Zensur Hämmerleins so oft zuschlagen. Also dann, wir sehen uns drüben. Bis zum nächsten Mal.